Name ist Bernhard Fauser. Ich bin Absolvent der Hochschule Esslingen und arbeite heute als Managing Director Central Europe bei HP Deutschland. Ich verantworte heute 16 Ländern in Zentraleuropa und Osteuropa und bin mit meiner Vertriebsorganisation unterwegs, Produkte von HP, Drucker und PCs an Endkunden zu verkaufen. Verantworte ein Geschäftsumfeld mit ca. 5 bis 6 Milliarden Umsatz und ungefähr 1.000 Mitarbeiter. Die Grundlagen für diese Position hat die Hochschule Esslingen geschaffen, nachdem ich auch im zweiten Bildungsweg an der Hochschule Esslingen Wirtschaftsingenieurwesen in den 90er Jahren studiert habe. Der Praxisbezug und der Bezug zu meinem heutigen Arbeitgeber wurde schon damals gelegt, da ich als Student schon parallel an der Hochschule Esslingen eben mit Hewlett-Packard in Verbindung kam. Damals hieß es Hewlett-Packard, heute HP. Und das eben die Ausgangsbasis und der nahtlose Übergang damals aus der Studierendenzeit in die berufliche Welt gegangen ist. Welche besonders guten oder auch schlechte Erinnerungen haben Sie ans Studium oder ans Studentenleben? Aus der damaligen Studentenzeit ist mir auf jeden Fall hängen geblieben eine unheimliche praxisnahe Ausrichtung des Lehrangebots. Die Professoren, die damals bei uns unterrichtet haben, haben eine Praxisvergangenheit gehabt und haben einen engen Schulterschluss zu der Lehre und zur Praxis gehabt. Und das war mit Sicherheit etwas, was unheimlich wichtig war, weil man immer nicht in der Theorie, sondern immer auch ganz nah in der Praxis gearbeitet hat. Weiterhin natürlich war ein unheimlich kollegialer Umgang unter den Kommilitonen. Ich erinnere mich gerne dran, wie wir in Studentenverbindungen Lerngruppen gebildet haben und vor Ort natürlich nicht nur hart tagsüber gearbeitet haben, aber auch hart abends gefeiert haben. Von daher war eigentlich nur positive Erinnerungen, die ich mit Esslingen in Verbindung habe. Als ein kleiner negativer Nachgeschmack war für mich die Pendelzeit, weil ich eben nicht in Esslingen vor Ort gewohnt habe. Inwiefern hat Ihnen das Studium geholfen, Ihren Lebensweg zu gehen und Ihre Karriere zu machen? Da ich eine Person war, die auf den zweiten Bildungsweg an das Studium gelangt bin, kam ich bereits aus dem Berufsleben. Jedoch hat mir dieses Studium extrem viel mit auf den Weg gegeben, nämlich auf den Punkt, leistungsbereit zu sein, sich selber zu strukturieren und auch selber analytisch oder strategisch zu denken. Gepaart mit diesen Praxisaufgaben, die ins Leben kamen, Projektarbeiten, Planspielen, aber auch Unternehmensbezug, Besuch und Bezug, war es mir möglich, relativ schnell auch danach nahtlos Fuß zu fassen. Und wie ich ganz am Eingang erwähnt habe, war für mich das Studium durch das zweite Praxissemester eben auch der Schritt in das Berufsleben, welches bei mir nahtlos eben erfolgt ist, nahezu parallel und überlappend stattgefunden hat. Welche Tipps haben Sie für unsere aktuellen Studierenden oder auch für Studieninteressierte und Schüler? Was ich heute den Studenten mit auf den Weg geben möchte ist und was sicherlich jetzt auf meine Position bezogen ist, was würde ich heute anders machen, ist mit Sicherheit die Internationalität. Ich habe aufgrund des zweiten Bildungswegs dieses Studium sehr schnell absolviert und mein Ziel war es, wieder schnell ins Berufsleben zu kommen. Und was ich eben noch nicht gemacht habe, war ein Praxissemester einzulegen. Und ein Praxissemester im Ausland durchzuführen und eine gewisse Internationalität auf die Reihe zu bringen. Und das möchte ich jedem Studenten heute an die Hand geben, diese Chance zu nutzen. Und wenn man es eben aus aktueller Sicht sieht, ist mit Sicherheit der Bedarf da, Themen wie Datenmanagement, analytisch mit Daten umzugehen und vor allem nicht nur Daten als ein Tool zu sehen und einen Zahlenfriedhof dahinter zu verbergen, sondern diese Daten in einen Businessbezug zu bezwingen. Und ich glaube, wer das zukünftig beherrscht, braucht sich auch in den nächsten Jahren nicht um einen Beruf oder Arbeitsplatz Sorgen zu machen, weil das ist genau das, was die Industrie heute braucht und vor allem auch in Deutschland braucht. Also von daher animiere ich Sie als neue Studenten dazu, genau das zu tun, und diesen Bezug auch in Ihrem Studium herzustellen. Vielen Dank.
Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.